Die Vermieterin wird auf Lucky aufpassen. Sie wird heute Abend vorbeikommen und dann stellen wir ihr Lucky vor. Und heute Abend holen wir Lucky ab, wie der Arzt uns versprochen hat. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Aber ich muss dir eine Sache sagen, Lucky. Ich kann dich nicht mit nach Deutschland nehmen. Ich habe die Vermieterin von dem Airbnb angerufen und sie wird heute kommen. Hallo? Yes, alright, coming. Die Vermieterin vom Airbnb ist da, kommt mit. Die Vermieterin vom Airbnb ist da, kommt mit. Sie wartet oben. Ni hao, Karin. Ni hao. Ni hao. So, this is Lucky. Okay. Lucky, das ist der neue Besitzer. Schaut mal, sieht sie nicht sympathisch aus? Oh, guck mal. Also, Lucky, I found Lucky on the street, okay. But I cannot take him to Germany. So, do you want to take care of him? Yeah. Oh, funny. Lucky, schau mal. Die Vermieterin ist wirklich eine herzensgute Dame. Sie wird, denke ich, wirklich gut auf Lucky aufpassen. Schaut mal, die zwei haben sich direkt verliebt. Lucky, das ist deine neue Besitzerin. Freunde, ich hoffe, ihr seid alle damit einverstanden. Ich kann leider an der Situation nichts ändern. Ich kann Lucky nicht mitnehmen, hat der Arzt gesagt, im Flugzeug. Aber ich werde sie jetzt fragen, ob sie uns ab und zu ein paar Videos und Bilder von ihm schickt, damit wir diese euch zeigen können auf unserem Zweitkanal, was wir fanden. So, is it possible when I go back to Germany that you send us some pictures of Lucky? Yes. Freunde, ihr habt's gehört. Wir kriegen auf jeden Fall ein paar Bilder von ihm. Freunde, ich habe euch auch versprochen, dass wir Lucky abholen werden. Wir werden auf jeden Fall ein zweites Mal kommen und Lucky abholen. Aber ich denke vorerst, dass Lucky wirklich in guten Händen ist. Was meint ihr? Schreibt uns mal eure Meinung in die Kommentare. Die Vermieterin sieht wirklich sehr sympathisch aus. So, tomorrow I have to fly. I give you the keys and then you take care of him, right? Okay. Yes. Okay. Alright. Alright then, thanks for coming. Have a really nice day. Bye bye. Bye. Oh, schaut mal. Leute, das gerade eben war ja sensationell. Das hat so wunderbar und reibungslos geklappt. Lucky hat sich sofort in die Besitzerin verliebt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Besitzerin sich auch sofort in Lucky verliebt hat. Die zwei haben sich wirklich gegenseitig ins Herz geschlossen. Mein Herz blutet zwar immer noch, ich will Lucky eigentlich nicht zurücklassen, aber der Game Master hat gesagt, ich muss. In 8 Stunden geht mein Flug, ich werde wieder durchmachen, es bleibt mir nichts anderes übrig. Wir gehen jetzt erstmal hoch, Koffer packen und morgen in der Früh holt mich ein Fahrer ab. Und bevor ich bei dem ins Auto steige, verabschieden wir uns noch einmal richtig groß bei Lucky. Wir alle zusammen, du und ich. Komm mit. So Freunde, wir packen jetzt die 2 Koffer und dann fahren wir direkt zum Flughafen und fliegen nach Deutschland, wie es der Game Master will. Aber davor schauen wir noch einmal kurz bei Lucky vorbei. Zack. Zack. Oh mein Gott, Freunde. Das ist ein Zeichen. Es regnet beim Abschied. Kein gutes Zeichen. Lucky! Hallo Lucky! Hallo! Ich muss mich jetzt von dir verabschieden. Aber deine neue Besitzerin schickt mir immer Videos und Bilder von dir. Und ich komme dich so schnell es geht abholen. Okay? Wir haben uns echt das beste Wetter für den Abschied ausgesucht, Lucky. Mach's gut, sag tschüss. Tschüss. Ich hasse Abschiede, aber am besten ist, man macht die Abschiede kurz, dann fällt es einem nicht so schwer. Lucky, wir werden auf jeden Fall zurückkommen und dich holen.
Du bist jetzt in guten Händen. Ich werde dich vermissen. Wenn ihr Lucky auch vermissen werdet, gebt einen Daumen nach oben. Aber der scheiß Game Master schickt uns jetzt wieder nach Hause. Müssen wir schnell zum Flughafen. Ich will keinen Ärger bekommen. Keine Sekunde geschlafen. Auf geht's. Wir sind mit China Air gekommen. Wir fliegen wahrscheinlich auch mit China Air zurück. Jetzt gehen wir erstmal zum Schalter. Ich bin gespannt, ob der Game Master wieder einen Hinweis im Flugzeug versteckt hat. So wie ich den Schätzkeks kenne, hat er es gemacht. Dieser Flughafen ist wahrscheinlich gefühlt so groß wie drei Fußballstadien aneinandergereiht. Schaut es euch mal an. Freunde, ich habe gerade herausgefunden, dass es heute zwei Flüge gibt. Einen nach Peking, da werden wir jetzt gleich einsteigen. Ihr seht schon, hinter mir bildet sich eine Bananenschlange. Der andere von Peking nach Frankfurt. Jetzt stellt sich mir die Frage, in welchem Flug würde uns der Game Master überraschen? Schreibt mir eure Vermutung jetzt in die Kommentare. Trick 17, immer als letzter durchlaufen. Wir sind jetzt in Peking gelandet, Freunde. Jetzt müssen wir eine halbe Stunde auf den Anschlussflug warten und dann fliegen wir direkt nach Frankfurt. Game Master, ich bin bereit. We'll take off soon, Freunde. Das ist unser Flug, da müssen wir rein. Hinter mir seht ihr es wieder, die Leute stellen sich an, wir warten gemütlich, schauen denen zu und dann gehen wir als letzter in den Flieger. Ab geht die Party, Freunde! Leute, wir haben jetzt die Reiseflughöhe von 10 Kilometern erreicht. Gleich gibt's Essen, ich bin mal gespannt, was es heute als Leckeres gibt. Aber falls ihr euch erinnern könnt, 10.000 Meter sind eine schreckliche Zahl. Beim Hinflug hat uns der Game Master eine Aufgabe gestellt. Da haben wir auf der Flugzeugtoilette einen Hinweis gefunden, auf dem steht, dass wir die Tür öffnen müssen, was wir auf keinen Fall gemacht haben. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, jetzt oben rechts in der Infokarte. Wir fliegen jetzt noch genau 9,5 Stunden. Das Essen kommt endlich, ging schneller als erwartet. Das Essen kommt endlich, Leute, ging schneller als erwartet. Heute können wir auswählen zwischen Ente mit Reis oder Beef mit Reis. Für was soll ich mich entscheiden? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Unser Essen ist da, Freunde, und es gibt wirklich gute Nachrichten. Ihr seht's. Kein neuer Hinweis vom Game Master. Abgefahren. Das bedeutet, dieser Flug kann nur exzellent werden, Leute. Richtig geil, kein Hinweis, ich freue mich so. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was ich bestellt habe. Pausiert das Video und schreibt es in die Kommentare. Oder oben rechts ist eine Abstimmung. Habe ich Ente mit Reis genommen oder Rind mit Reis? Ich verrate es euch jetzt, Leute, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Tada! Ente mit Reis. Killer. Was haben wir noch? Wassermelone, einen kleinen Salat mit zwei Shrimps, Brötchen, Butter und Sellerie? Keine Ahnung. Das werden wir jetzt erstmal ganz, ganz schnell verhaften. So, alles aufgegessen, bis auf den Salat. Salat ohne Dressing geht einfach mal gar nicht. Kompletter Reinfall. Wir müssen jetzt noch 9 Stunden fliegen. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen schlafen und hoffentlich sind wir da, wenn ich aufstehe. Oh, hallo Freunde, ich habe jetzt 5 Stunden geschlafen, tut richtig gut. Jetzt fliegen nur noch 4 Stunden, dann sind wir in Frankfurt. Aber ich muss mich mal ein bisschen bewegen, meine Beine schlafen schon ein. Ganz ehrlich. Oh. Thank you.
Oh mein Gott.